Es ist diese Szene, die den Eklat bei der Klimademo von Amsterdam zeigt. Ich bin hergekommen für eine Klimademonstration, nicht für politische Meinungen, sagt der Mann, ehe er von Aktivisten mit schwarz-weißen Palästinenser-Schals abgeführt wird. Auch Greta Thunberg trägt einen. Und wenig später skandiert sie: Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land. Palästina-Flaggen werden geschwenkt. Kurz zuvor hat sich eine palästinensische Rednerin klar anti-israelisch geäußert. Israel begeht einen Völkermord in meinem Land. Zu Hamas kein Wort. Und Klimaschutz scheinbar Nebensache. Für Volker Beck, den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, selbst Mitglied der Grünen, ist das Ende von Thunberg als Klimaaktivistin. Die Hamas hat Menschen angegriffen, um normale Zivilisten vom Baby bis zum Kreis abzuschlachten. Wer jetzt die zivilen Opfer, die es trotzdem im Gazastreifen gibt, die wir alle betrauern, als Instrument zur Delegitimierung von Israel verwendet, der spielt im Drehbuch der Hamas. Und das hat Greta Thunberg gestern erneut getan. Erneut, denn bereits Mitte Oktober erklärt sie sich einseitig solidarisch mit den Palästinensern. Mit auf dem Fotopost eine Krake, antisemitisches Symbol. Es unterstellt Israel, mit den Tentakeln die ganze Welt zu umschließen. Doch wie stehen Aktivisten der Bewegung dazu? In Berlin treffen wir heute eine. Gefragt nach Greta Thunberg, sagt sie: Es wurde jetzt lange versucht, Klimaschutz als unpolitisch darzustellen. Und wir merken eben, dass Menschen, die sich politisch engagieren, auch eine politische Meinung haben, die aber eben nicht bei allen Leuten gleich sein wird. Und der Versuch, Klimaschutz abgetrennt von Gerechtigkeitsmaßnahmen zu fassen, funktioniert eben nicht. Nach klarer Distanzierung von Thunberg klingt das eher nicht. Doch genau die brauche es jetzt, sagt der Politikberater Erik Flügge. Thunbergs Auftritte beobachtet er schon länger. Wenn man in Deutschland weiterhin politisch Einfluss nehmen will, dann führt kein Weg darum vorbei, sich komplett zu trennen von Greta Thunberg. Weil nach allem, was wir wissen, wie solche Bewegungen verlaufen, können wir damit rechnen, dass Greta Thunberg sich noch weiter radikalisieren wird in dieser Position. Dass sie deutlicher werden wird. Sie hat klargemacht, wo sie steht, und sie wird weiterhin sich gegen Israel wenden. Am frühen Abend meldet sich Fridays for Future Deutschland dann doch bei uns, will für Klarheit sorgen. Wir stehen ein für den Schutz von jüdischem Leben hier und überall. Thunberg verletzt mit ihrer Positionierung gerade viele Menschen. Für uns ist dabei entscheidend, sie vertritt nicht Fridays for Future Deutschland. Wir stehen für uns selbst. Der Bruch mit der Ikone von einst in Deutschland ist er nun wohl Realität.